Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cultures 2, die Tore Asgards. Und ich bin gerade leicht erschrocken, als ich die Map geöffnet habe, hier rausgekommen bin und gedacht habe, Alter, was ist mit meinem Stamm passiert? Ja, das letzte Mal gab es nur eine kurze Aufnahmezeit, weil ich nicht so viel Zeit hatte. Ich habe im Moment ein bisschen viel Stress. Ich sollte eigentlich für die Schule arbeiten, aber Let's Playen ist einfach zu geil. So, das ist mein kleines, aber feines Dorf. Und ich hoffe, dass man nicht hört, dass es draußen regnet wie tödlich. Also, das ist echt ein Lärm hier drin. Vielleicht hört man es. Ich bin mal gespannt. Ja, was gibt es zu tun? Ich bin gerade hier mitten reingestürzt. Ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich machen muss. Ah, ja genau. Ich muss ein Dorf aufbauen. Ja, wer hätte es gedacht, ist ja nur ein Aufbaustrategiespiel. Als nächstes kommt die Bäckerei. Ah Gott, ist das laut draußen. Ja, ein Jäger will ich nicht. Schreinerei ist auch schon im Kommen. Tapferei, ja schön. Ja, Penis. Gott, was wollte ich eigentlich machen? Ah, das ist schon mal sehr gut. Dann kann ich doch gleich mal anfangen, eine Bäckerei zu bauen. Wo ist die Bäckerei? Ah, hier ist die Bäckerei. Ja. Wo bauen wir am besten die Bäckerei hin? Hier ist schon ein guter Platz für eine Bäckerei, finde ich. Dann bauen wir die Bäckerei doch einfach hier hin. Gott, das kann was werden, du. Oh, genau, perfekt. Und im Dorfmittelpunkt ein Brunnen. Was können wir hier noch alles so hinbauen? Ist hier auch Platz für eine Schreinerei? Nein. Ist hier auch Platz für einen fetten Wachturm? Nein. Okay, dann bauen wir einen Brunnen hin. Weil ich dachte, das ist ja so zentral gelegen. Das wäre vielleicht auch genial für einen Wachturm, weil er dann einfach die ganze Stadt decken kann. Aber lassen wir das. Wachtürme werde ich jetzt auch gleich einen aufsetzen. Weil uns wurde ja schon gesagt, es kann sein, dass wir irgendwann mal von irgendetwas angegriffen werden. Und da ich sehr überhaupt keine Ahnung habe, was es ist, was uns angreift, und ich da leicht Angst vor habe, werde ich jetzt ein paar Wachtürme setzen. Die sind im Moment natürlich noch ziemlich bedeutungslos. Aber was soll's? Wachturm ist Wachturm. Ja. Ja, hier ist doch gut. Okay, wo sind meine zwei Sklaven? Wieso sind die mitten in Byzanz? Und wieso habe ich eigentlich nicht, bevor ich gegangen bin, gesagt, wir brauchen Jungs, ja, denn? Bla, bla, bla. So. Jetzt geht's weiter, Leute. Okay, hier ist die Map schon zu Ende. Die ist aber recht klein geraten. Ich frage mich, was wir eigentlich machen müssen in dieser Map. Ich bin leicht ratlos. Hier ist die Map auch schon zu Ende. Hier muss Byzanz ja echt riesig sein. Bäckerei 1 wurde gebaut. It's magic. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Yeah, 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 yeah. Wir haben es geschafft. Nachdem ein Jahr verstrichen war, baten wir erneut um eine Audienz beim Kaiser und wurden, wie viel gesprochen, gewährt. Wir durften halt zum Kaiser. Scheiß drauf. Ist ja auch nur ein Kaiser. Hatte uns bereits die Stadt gezeigt und der... Was? Hatte uns bereits die Stadt und der Palast beeindruckt. Ah, jetzt habe ich es verstanden. So stockte uns nun fast der Atem, als wir den Thronsaal betraten. Wir kamen uns sehr klein und unbedeutend vor, als wir zum kaiserlichen Thron schritten. Der Kaiser saß inmitten einer Vielzahl Höflinge und Beamter auf seinem goldenen Thron und hörte uns unsere Bitte gnädig an. Tatsächlich besaß er einen Teil von unserer Karte. Prüfend schaute er uns an und sprach, von eurem Mut und eurer Tapferkeit hört man viel. Stellt mir eine Armee eurer besten Krieger auf und bringt sie her. Dann habe ich einen Auftrag für euch. Rüste 15 Soldaten aus und bring sie zum Kaiser. Leute, spätestens jetzt kann ich euch eins versprechen. Diese Mission wird affengeil. Wieso? Weil ich siedeln darf. Und wenn ich siedeln darf, dann bin ich glücklich. Aber ich brauche weit mehr Zimis. Das heißt, ich werde jetzt als erstes mal hier ein bisschen ausbauen und so. Ja, sehr gut. Okay, der kann natürlich noch nicht so viel machen, weil der Brunnen gerade noch gebaut wird. Ja, kann man nichts machen. Ist so. Ja, was gibt es noch zu sagen? Mir fällt nichts ein, was ich noch machen könnte. Ist tatsächlich etwas eintönig im Moment. Ich könnte das Land weiter erkunden. Weil irgendwas muss ich ja mit meinen Kriegern machen. Ich denke, es hat was mit dem Norden zu tun. Vielleicht treffen wir da gleich auf Feinde. Das wäre toll. Nein, das wäre nicht toll. Oder wäre es doch toll?
Ich weiß nicht. Je nachdem, wie viele Feinde es sind, zeige ich dann später, ob es toll ist. Da, da. Ach, die Musik und Soundeffekte und... Das ist einfach so gut gemacht und... Ja, und allgemein und so. Okay, der Weg wird schlechter. Wir verlassen Byzanz wieder, wie man hier sieht. Ich kann mal diesen Bär hier angreifen. Gut, ich hab diesen Bär getötet. Oh, Bären wehren sich. Ist ja geil. Sehr mächtige Tiere. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe und ich laufe einfach mal weiter. Vielleicht komme ich an ein Ziel. Vielleicht stoße ich ja sogar auf Feinde. Man weiß es nicht. Und Sigurd wurde angegriffen. Wow, wow, wow. Neutral. Bergfestung wurde gesichtet. Wow, die Bergfeste. Hoch im Norden stießen wir auf eine Bergfestung des großen Generals des byzantinischen Hofs Hardradi. Hier wurden wir nicht sehr freundlich empfangen und so beschlossen wir, dieses Gebiet besser zu meiden. Meidet dieses Gebiet. Scheiße, Alter. Haben die viele Katapulte. Mit denen will ich mich nicht anlegen. Gut, aber währenddessen wurde hier einiges fertiggestellt. Es wird das erste Brot produziert. Ich kann meine Schreinerei ausbauen. Ich habe Zivilisten bekommen. Den einen machen wir zum Jäger. Weil, guckt euch an, wie viel Hasen es hier gibt. Das kann ich einfach mir nicht verkneifen. Einen machen wir zum Bauarbeiter. Und einen machen wir zum Eisenabbauer am liebsten. Ne, machen wir zum Kundschafter. Kundschafter. Sehr gut. Und der wird doch gleich auf Steuerung 2, also auf 2 gesetzt, damit ich ihn als... Oh, Töpferei 3. Ich könnte jetzt meine Töpferei wieder mal ausbauen. Oh. Du sollst aber auch Dachziegel produzieren, das ist ja schon klar. Gut. Hier wird schön beides produziert, das ist gut. Wachturm wurde fertiggestellt, das ist sehr gut. Kann Fleisch und Leder produzieren. Es ist noch besser. Wo sind die ganzen Hasen hin? Wie sie fliegen. Guckt euch das an. Wie sie einfach davon hoppeln. Mit Kaninchen bin ich im Moment ein bisschen auf Kriegsfuß in diesem Spiel. Nachdem dieses beschissene Kaninchen Piane getötet hat. In der letzten Mission. Letzten? Vorletzten? Letzten Mission. Das ist genau, was ich meine. Ich bin schlecht drauf. Kisten. Es gibt keine Kisten mehr, die ich noch nicht entdeckt habe. Nicht mal oben in dieser komischen Bergfeste. Aber es gibt Wölfe, die ich töten kann. Ja, das ist schön. Hallo, ihr Wölfe. Der Hammer. Gut. Ich bin auch schlau genug, dass ich jetzt näher machen kann. Oh, und ich habe was Wichtiges vergessen. Ich würde gerne diese zwei Wohnhäuser hier ausbauen. Schreinerei 2 wurde fertiggestellt. Das ist schön. Blablub, blablub, blablub. Was ist unsere Aufgabe nochmal? Okay, also ich muss 15 Krieger haben. Habe ich bis jetzt aber noch nicht. Hier ist ein ewig langer Fluss, an dem wir wahrscheinlich nicht vorbeikommen werden. Ah, doch. Werden wir. Gut, dann gehen wir mal südlich von diesem Fluss. Kundschaften. Sieht auf jeden Fall sehr spannend aus, dieses Land. Es sieht irgendwie leicht geheimnisvoll aus. Banditen! Ach nee, du, ups. Als wir die Berge im Nordwesten erreichten, wurden wir plötzlich und ohne Vorwarnung angegriffen. Mit diesen Leuten war nicht zu Spaß, merken wir gleich. Wir sollten sie nicht unnötig reizen. Und... bla bla. Upp. Okay, Banditen sind mir sehr feindlich gesinnt, deswegen gucke ich jetzt auch, dass ich hier ohne großen Kampf einfach verschwinden kann. Boah, jetzt werde ich auch noch von Wölfen gejagt. Alter, das ist ja voll nicht lustig hier gerade. Okay, alles wieder sicher? Gut. Oh, da ist jemand, der mit uns sprechen will. Als einer unserer Männer an einer besonders dunklen Stelle des Waldes vorbeikam, wurde er von einer zwielichten Gestalt angesprochen. Ich danke euch. Ihr habt mich durch euer Auftauchen von den Wölfen gerettet, die ihr Unwesen treiben. Zum Dank war... super. Zum Dank warne ich euch von einer wilden Räuberbande, die weit oben im Tal auf euch lauert. Die Prinzessin werdet ihr finden,
wenn er am Weg bis zum Ende nach Norden folgt. Bevor wir noch weitere Fragen stellen konnten, verschwand er spurlos im Dickicht. Okay, ich sollte aufhören, das Land hier zu erkunden, weil ohne dass ich es will, bin ich im Moment, glaube ich, auf einem Teil der Hintergrundstory gekommen. Das ist, naja, nicht traurig, aber ich glaube, so ist es nicht gewollt. Wo ist mein Kundschafter? So. Da meine Stadt ein bisschen größer werden wird, werde ich jetzt diesem Kundschafter sagen, er soll ein bisschen hier rumkundschaften, vor allem, weil das Eisen hier oben liegt. Und außerdem glaube ich, dass ich von den Banditen später angegriffen werde, sobald mein Stamm groß genug ist und ich die ersten Kriege habe. Genau, und mit einem Satz hörte ich auf zu schreden. Zu schreden. Ja, mein Gedeutsch ist heute mal wieder etwas komisch. Jetzt gucken wir mal was Besonderes, weil ich will jetzt wissen, ob ich, wenn ich jetzt von der anderen Seite hier reinkomme, ob die mich dann angreifen. Scheint nicht so. Eigenartig. Haus ihrer Wahl. Okay, Tränke, die mir jetzt gleich geklaut werden. Okay. Das ist sehr spannend. Sie greifen einen nicht an. Tatsächlich nicht, solange man nicht über ihre Brücke geht. Also, das ist diesmal besser gebaut, weil Robin Hood hat mich ja angegriffen, obwohl ich nur von der anderen Seite an ihn herangetreten bin. Was ich persönlich jetzt für eine Verarsche fiel. Also, ich fand's nicht nett. Wohnhaus 2 wurde fertig ausgebaut. Oh, sehr gut. Die sind ja auch fast fertig. Gut, so lange warten wir aber noch. Oh, ich kann so viel setzen, das ist schön. Auch die Alchemistenhütte will ich noch nicht setzen. Es brauche ich ein paar mehr Jungs.